Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Elektrotechnik Wechselstrom. Dieses Mal lernen wir eine Hilfe kennen, eine mathematische Hilfe lernen wir kennen, um Wechselströme besser berechnen zu können. Und zwar kann man da ganz gut verwenden die Menge der komplexen Zahlen. Ja? Es gibt einfache Zahlen, es gibt komplexe Zahlen. Nein, das ist es nicht. Ja? Komplexe Zahlen sollte eigentlich aus Mathematik bekannt sein. Ich erkläre es trotzdem, ja, weil es gibt einen kleinen Unterschied zwischen dem, wie es in Mathematik gelernt hat und wie es wir in der Elektrotechnik verwenden. Die Mathematiker schreiben I und wir schreiben J. Ende. Ende des Unterschiedes. Ja. Aber schauen wir uns überhaupt an, was eine komplexe Zahl ist, würde ich vorschlagen. Ja. Also, Zahlen. Ja. Reelle Zahlen kennen wir aus Mathematik hoffentlich. Wer keine reellen Zahlen kennt, hat in diesem Video nichts verloren. Der Vollständigkeit halber. Reelle Zahlen sind alle Zahlen, die wir so kennen. Ja? Egal, ob sie durch Brüche darstellbar sind, egal wie viele Kommastellen sie haben, ob sie also rational oder irrational, reelle Zahlen, alle Zahlen, die wir haben. Reelle Zahlen können wir mit einem Zahlenstrahl darstellen. Ja, das haben wir schon mal, das sieht man oft in der Mathematik, dass man sagt, okay, man macht so einen Strich, das ist die reelle Achse und der zeigt, Re, ja, und der zeigt alle Zahlen an, die wir so kennen. Ja, irgendwo ist halt 0, ja, und irgendwo ist 1 und irgendwo ist 2 und irgendwo ist minus 1 und da ist minus 2 und das sind halt alle Zahlen. Für jede Zahl gibt es einen Punkt und in Summe ist es einfach ein Strich durch, weil es gibt da drin keine Lücke. Ja, es sind einfach alle Zahlen, die wir kennen. So. Ist das nicht genug? Nein, ist das nicht. Denn manche Sachen waren irgendwie nicht lösbar mit der Menge der reellen Zahlen. Zum Beispiel die Wurzel zu ziehen aus einer negativen Zahl. Haben wir kleine Mathematik? Geht nicht. Es geht nicht. Ja. Und da haben sich die Mathematiker gedacht, man muss doch eine Definition finden können, dass es doch geht. Ja? Das ist das Wesen der Mathematik. Ja? Man definiert etwas, und zwar so, dass alles logisch zusammenstimmt am Schluss. Ja? Und zwar hat man definiert die sogenannte imaginäre Einheit. Ja? Es gibt eine imaginäre Einheit. Wo schreiben wir das hin? Da. Imaginäre Einheit. Und in der Mathematik hat man I geschrieben. Ja? Und das ist definiert als die Wurzel aus minus 1. Ja? Und jetzt kommen wir zur Änderung, die wir in der Elektrotechnik vorsehen. Das geht, oder? Ich meine, das kann man verkraften. Warum machen wir das überhaupt? Ja? Warum schreiben wir in der Elektrotechnik ein J statt dem I? Es ist doch eine imaginäre Einheit und keine I mehr. Das kann man gar nicht aussprechen. Ja? Nun, ein kleines I ist Strom. Ja? Momentan Größe des Stroms wird durch ein kleines I gekennzeichnet. Um hier zu keinen Verwechslungen zu führen, hat man sich einfach für J entschieden, weil es ja eben so eine kleine Änderung ist. Darüber können wir hinwegsehen. Ne? Also in der Elektrotechnik verwenden wir J als imaginäre Einheit. Es bleibt aber, dass minus 1 ist. Manche Leute suchen noch einen Grund. Warum ist das minus 1? Warum ist das die Wurzel aus minus 1? Da muss es doch einen Grund geben. Ja, es gibt keinen Grund. Das ist einfach so definiert worden. Ja? Mathematik ist die einzige Wissenschaft, die sich selbst genügt. Mathematik braucht kein anderes Wissensgebiet. Nicht mal Deutsch, wenn man hört. Kein anderes Wissensgebiet. Die Mathematik beschreibt sich selbst. Und da, wenn man sich selber beschreibt, kann man Regeln für sich aufstellen. Und da hat es gesagt, okay, ja, ist die Wurzel aus minus 1. Weil dann ist es mir plötzlich möglich, die Wurzel aus negativen Zahlen zu bilden. Dann hebe ich halt einfach J heraus und den Rest rechne ich als normale Zahl. Fertig. Ja? Jetzt gibt es da, statt der reellen Achse, gibt es auch zusätzlich noch eine imaginäre Achse, wo eben diese imaginären Sachen dabei sind. Ja, das ist da,
Die steht im 90-Grad-Winkel dazu. Und da gibt es auch einen 1er, ja, da gibt es einen 2er, ja, und da gibt es einen Minus 1, da gibt es einen Minus 2. Schaut eigentlich genauso aus. Ja. Nur ist das da J. Ja, oder I. So, jetzt haben wir statt eines Strahls, ja, statt eines Zahlenstrahls, haben wir eine Ebene. Okay? Das ist die Ebene der komplexen Zahlen. Und jeder Punkt in dieser Ebene stellt eine komplexe Zahl dar. Ja? Also ich zeichne jetzt einmal eine komplexe Zahl ein. Nehme ich orange. Schöne orange, komplexe Zahl. Da. Ich meine, das ist eine fette, komplexe Zahl. Es müsste eine ganz kleine, ich habe sie unendlich viele komplexe Zahlen eingezeichnet, aber wir nehmen einfach den gedachten Mittelpunkt dieses Kreises und so, das ist meine komplexe Zahl Z. Und das machen wir mit einem Unterstrich. Okay? Und das Z setzt sich jetzt zusammen aus einem Realteil und einem Imaginärteil. Okay? Das da unten ist A praktisch, der Realteil. Und da habe ich B, den Imaginärteil. Und das Z besteht also aus A plus J, B. Okay? A plus J, B. Gehen wir rauf. Es gibt zu dieser komplexen Zahl, gibt es noch eine sogenannte konjugiert komplexe Zahl. Die wäre hier. Das ist Z Stern. Die hat den gleichen Realteil, aber den negativen Imaginärteil. Ja, also das A ist gleich und da unten sind wir halt bei minus B. Ja, das ist jetzt konjugiert komplexe Zahl. Das ist manchmal wichtig. Ja. Wenn man eine Wurzel zieht, sieht man oft plus minus. Ja, und wenn man eine negative Wurzel hat, ist plus minus J. Aber Lösung ist konjugiert komplex dann von negativen Wurzeln. Ja, ist ja wurscht. Brauchen wir nicht. Wir müssen wissen, ist eine konjugiert komplexe Zahl. Das hier ist die sogenannte Komponentendarstellung der komplexen Zahlen. Gell? Realteil. Das Teil da heißt Realteil. Und das Teil da heißt Imaginärteil. Imaginärteil. Okay? Das ist es. Das sind die komplexen Zahlen. Man kann sich das auch vorstellen als das Koordinatensystem, wobei eins nicht x und y hast, sondern real und imaginärteil. Und statt y und das imaginärteil muss ich halt mit j dazu schreiben. Das ist eine Darstellung von komplexen Zahlen, die sogenannte Komponentendarstellung. Es gibt dann aber auch noch eine Darstellung, Polardarstellung mit Betrag und Winkel. Was ist das jetzt wieder? Ja. Man kann einer komplexen Zahl einen Betrag zuordnen. Man kann sich praktisch vorstellen, das geht von 0 weg, oder? Und das zeigt da auf. So ein Zeiger. Ja. Und der Zeiger hat eine gewisse Länge, der Betrag der Zahl Z. Ja. Betrag. Ja. Und er hat eine gewisse Position, er hat einen gewissen Winkel, abhängig, positive Richtung ist so, da ist 0, positive Richtung geht es oben. Ja. Mathematisch positiver Sinn, also noch links. Ja. Der Betrag von Z, wie berechnet sich der? Schauen wir uns das an. Ja. Betrag von Z, ja, ist gleich, bildet einen Rechtwinkel, da haben wir einen Rechtwinkel, ja, bildet ein rechtwinkeliges Dreieck, da haben wir A, da haben wir B, na, das ist die Wurzel aus A² plus B². Das ist dieses Mal nicht C², weil C ist halt die Länge von Z. Ja? Wo man einen ganz normalen Pythagoras. Ja? Das ist der Betrag von Z und der wird auch oft einfach mit Z geschrieben. Ja? Da schreibt man nicht Betrag von Z und Z, macht nur so viele Striche. Z ist der Betrag von Z. Okay? Und wie berechnen wir jetzt da diesen Winkel Phi? Nun, Phi, trigonometrische Funktionen. Tangens, ja, Gegenkathete dividiert durch Ankathete. Die Gegenkathete ist B dividiert durch A. Ja.
Das ist jetzt praktisch der Tangens von dem Winkel, also muss ich den A cos Tangens ziehen. A cos Tangens von B durch A ist der Winkel Phi. Cool, oder? Damit komme ich von der Komponentendarstellung in die Polardarstellung. Und umgekehrt, wie geht es umgekehrt? Nun, wie komme ich zum Realteil? Naja, A ist der Betrag, der da, und da muss ich, das ist der Cosinus, gell? Mal Cosinus Phi. Also wenn man Betrag und Winkel kennt, kann man den Realteil ausrechnen und der Imaginärteil B ist Z mal Sinus Phi. Ja, weil das ist ja der da. Ja? Sinus Phi mal Z ist der Betrag. Ja? So macht das. Ja? Das heißt, meine komplexe Zahl Z, jetzt hat er wieder einen Betrag gemacht, das ist ein Blödsinn, Z, ja, ist gleich Z mal Cosinus Phi, ja, plus J Z Sinus Phi. Und schon bin ich von der Polardarstellung auf, und das ist eben A plus JB, auf Komponentendarstellung übergewechselt. Also man kann diese komplexen Darstellungsweisen, Polardarstellung, Komponentendarstellung, kann man ineinander überführen. Und ja, das sind komplexe Zahlen. Es gibt nur vielleicht eine Eulersche Beziehung. Ja. In dieser Ebene gilt nämlich Folgendes. Ja, jetzt muss ich ja Eulersche Beziehung. Und so die Eulersche Zahl E, ja, hoch J Phi ist gleich, und das ist Cosinus Phi plus J Sinus Phi. Ne? Also diese Beziehung gilt einfach in dieser Ebene. Ja? E hoch J Phi ist Cosinus Phi plus Z Sinus Phi. So, was ist jetzt Z E hoch J Phi? Ja? Das ist Z Cosinus Phi plus J Z Sinus Phi. Das ist also die komplexe Zahl Z. Bing! Ja? Das ist ebenfalls eine Darstellung der komplexen Zahl. Kann man so schreiben, Real- und Imaginärteil kann man mit Betrag und Winkel anschreiben mit E hoch J Phi. Also wenn man irgendwo sowas sieht, Z mal E hoch J Phi, ja, irgendeine Zahl mal E hoch J, irgendeine andere Zahl, dann ist das Betrag und Winkel einer imaginären Zahl, einer komplexen Zahl, nicht imaginären, komplex. Imaginäre Zahlen sind hier auf der imaginären Achse. Reelle Zahlen sind auf der reellen Achse und komplexe Zahlen sind woanders auf der Ebene. Ja. Wenn der Winkel 90 Grad ist oder minus 90 Grad, dann war es eine komplexe Zahl, imaginäre Zahl. Komplexe Zahlen kann man auch so darstellen. Manchmal schreibt man es nicht so, manchmal schreibt man auch Z und sagt Winkel Phi. Ja. Ebenfalls eine Möglichkeit, dass man so ein Winkelsymbol macht statt dem E hoch J. Ja. Mit dem E hoch J kann man aber manchmal ganz gut rechnen. Ja. Komplexe Zahlen rechnen habe ich jetzt schon erwähnt. Im nächsten Video werden wir uns ansehen, wie wir mit so komplexen Zahlen, die ja jetzt zwei Komponenten haben, nämlich einen Real- und Imaginärteil oder einen Betrag oder einen Winkel, wie wir damit rechnen können. Wie addieren wir zwei Zahlen, wie subtrahieren wir zwei Zahlen, wie multiplizieren, wie dann mal Wurzel ziehen, wie dann mal quadrieren, werden wir uns im nächsten Video ansehen. Ja. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.